Münsterstraßen heißt es bald nicht mehr 70er oder 60er Zone, sondern nur noch 50. Die Geschwindigkeit soll reduziert werden. Wir wollen auf Münsterstraßen fragen, was die Leute davon halten. An sich finde ich es nicht so schlimm, weil man normalerweise in Städten immer 50 fahren muss. Begrenzung nicht so besonders viel bringt und dass es eben auf die jeweilige Straße ankommt und dass es auch innerhalb von Städten Straßen gelingen kann, wo 70 durchaus angemessen ist in Betracht des Ausbaustandes der Straße. Also jetzt im ganzen Innenstadtbereich, ja, finde ich gut. Ja, finde ich gut, zumal so viele Fahrradfahrer unterwegs sind und wenn man dann noch das Auto nimmt, muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Ich meine, da bin ich ein bisschen geteilter. Das finde ich super. Mein Gefühl sagt mir, wow, aber meine Vernunft sagt mir, das ist eine ganz gute Idee. Nein, ich glaube, es ist besser und sicherer, wenn wir einen 50er haben. Sie überlegen ja jetzt mit der 30er Geschwindigkeit in der Stadt, da kann ich so nicht sagen, ob das wirklich funktioniert, da kenne ich mich nicht mit aus, aber 70 ist schon manchmal sehr gefährlich. Das finde ich 50er schon besser, aber so das Männerherz sagt natürlich, oh, 150 in der Stadt. Ja, ich gehe davon aus. Ich hoffe, dass es beruhigt, auch für Kinder und ansonsten. Ich könnte mir vorstellen, dass eventuell ein Stau entstehen könnte. Das wäre ein Hindernis vielleicht oder ein Handicap, weil es ja nicht so zügig dann läuft. Ne? Aber es hat auch Vor- und Nachteile. Das ist meine Meinung. Die Befragung hat ergeben, dass die Münsteraner sich recht einig sind. Es scheint sinnvoll zu sein, eine 50er-Zone komplett in der Innenstadt zu errichten. Matthias und Benjamin sind heute auf Münsterstraße unterwegs, um eine einfache, simple Frage zu stellen. Doch keiner will sie beantworten. Was nun?